19 zum Review-Podcast zum 13-0-Heimsieg gegen den ersten FC Heidenheim. Ja, und wie auch im Vlog gesehen, hoffentlich die Aktion, wo ich da auf einmal gefühlt am Spielfeldrand stand, wird erstmal kurz aufgeklärt. Ich war nämlich gestern, wie man auch sieht, nicht auf meinen Dauerkartenplätzen, sondern auf anderen Plätzen. Da meine Schwester Geburtstag hatte, habe ich ihr das Spiel zum Geburtstag geschenkt. Das habe ich auch nicht, deswegen auch nicht angesprochen im Preview-Podcast, weil sie den Podcast auch anhören könnte, theoretisch. Genau, und deswegen habe ich es zum Geburtstag geschenkt und das waren unsere Plätze eben. Und also war so ein Adventskalender-Paket vom VfB, gab es diesen Adventskalender, wo jeden Tag gab es Angebote und es war das mit zwei Karten und einem Schal und bla bla bla, ein ganz cooles Angebot und das waren unsere Plätze da. Da wussten wir auch nicht, welche Plätze es sind, also wir wussten nur, welche Kategorie, aber wussten nicht, welche, beziehungsweise sie wusste sowieso nicht, aber ich wusste es nicht, als ich gekauft habe. Die kamen raus und dazu haben wir uns noch angemeldet, über den Fritze-Club, ob man es zu so einer Stadionrunde, die auch vom Fritze-Club aus passiert, so in etwa 10 Minuten, 15 Minuten, wenn die Spieler gerade fertig sind mit Aufwärmen vor Spielbeginn, dürfen die Fritze-Club-Kinder kurz 2-3 Minuten quasi einen Kreis um den Platz machen mit Fahne, die sie auch am Ende behalten dürfen, wehen da ein bisschen die Fahne, winken ins Publikum und so weiter und das hat sie da gewonnen. Richtig kranker Scheiß, überragend krasser Tag gestern und genau, war ziemlich alles da, was gestern hätte da sein sollen, beziehungsweise, ja, ich nehme es jetzt einen Tag später auf, aber was gegen Heidenheim halt hätte sein sollen. Gonzalez macht die Kiste mit ihr Lieblingsspieler. Genauso wie Gomez, auch ein Lieblingsspieler, machen die Kiste, wir gewinnen 3-0 relativ ungefährdet und jetzt kann ich auch dadurch quasi übergeleitet. Ist das aufgelöst, dann kann ich ins Spiel gehen. Aufstellung war ja relativ, man kann jetzt nicht sagen, irgendwie das war zu erwarten, weil man nicht viel weiß über das Trainingslager und so weiter. Aber war klar, dass diese komische Aktion zumindest kommt, dass Kempf Außenverteidiger spielt und Karasor in der Innenverteidigung spielt. Und dann nach vorne hat es ein bisschen gewundert, dass ein Al-Ghadoui gespielt hat und nicht Gomez beispielsweise. Aber sonst war es eigentlich gute Aufstellung und auch relativ, ja, doch irgendwo erwartbar. Ging auch echt gut los eigentlich am Anfang. Am Anfang erstmal die Schweigeminute. Erstmal klar, die Gedenken aktuell. Und dann dazu auch hing ein Banner, irgendein Ossi. Also gehe ich mal davon aus, ein Fan aus der Ganschler Kurve oder aus irgendeinem Fanclub wurde auch noch gedenkt gleichzeitig. Gab es Schweigeminute und dann, ja, Stimmung war über das ganze Spiel hinaus. Klar, diesmal sah es auch woanders. Da kam die Stimmung von Heidenheim quasi mehr rüber oder halt war näher als die von der Kurve. Heidenheim war am Anfang auch echt gut von der Stimmung her dabei. Haben auch ihren Block gut ausgefüllt. Allgemein muss man wieder sagen, ist zu krank. Zu krank, 52.500. Mittwochabends, du spielst in der zweiten Liga, 18:30, Wetter war auch nicht so überragend, 52.500, das ist der helle Wahnsinn. Mal gucken, wie viele heute Abend kommen. Heute ist ja noch Hamburg gegen Nürnberg, was ja so ein Vergleichsding ist. Beim anderen kann ich ja nicht groß vergleichen, die haben ja so 15.000er Stadien, auch nicht so die riesen Clubs. Aber mal gucken, wie viele da heute Abend bei Hamburg-Nürnberg kommen, das kann man noch so am ehesten vergleichen. Auch keine geile Anschlusszeit mit Donnerstag 20:30, auch wenn 18:15 immer noch unpraktischer ist mit Arbeit und so weiter, aber Wahnsinn, unsere Fans sind sowieso der Knüller. Schon immer gewesen, bleiben es auch immer, der helle Wahnsinn. Sind ganz gut ins Spiel reingekommen, war allgemein kein wirklich interessantes, spannendes Spiel oder sowas. Hatten ein paar Chancen, dann ja auch quasi auf unser Tor, auf unsere Richtung zuerst. Ein paar gute Chancen, Gonzalez hatte einen Schuss und den Kopfball, den habe ich glaube bei dem Video drin. Genauso wie das Tor, wo dann Kempf die Bude macht mit der Eckentaktik quasi, den irgendwie lang zu spielen, wieder zurückbekommen und dann mal reinflanken. Echt starkes Ding, vor allem quasi von Kempf eingeleitet. Der hat, glaube ich, den Rückpass gespielt auf die Davi, ist dann rein, Kopfball gehalten und rein. Und dann, ja, ist nicht mehr viel passiert in der Halbzeit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann ging es in die Halbzeit, wurde schön kurz ein bisschen Pommes, Cola und so weiter geholt. Das war sowieso gestern viel wichtiger oder viel interessanter für mich quasi, da zu gucken, dass meine Schwester das auch Spaß macht und so weiter. Klar, sie ist VfB-Fan, wird ja so großgezogen. Ich meine, so muss das. Aber trotzdem ein bisschen gucken, dass es ihr vor allem Spaß macht und so weiter. Also ich habe jetzt kann es keinen,
keinen analysefähigen Podcast oder sowas machen über Spiele. Kann ich aber sowieso meistens nicht aus Stadionsicht und ich schaue mir die Spiele nicht nochmal doppelt und dreifach an oder sowas. Dann in der zweiten Hälfte fing es echt ja ziemlich schleppend und ziemlich schlecht an. So 20 Minuten lang in etwa hatte Heidenheim jetzt auch keine Riesenchancen. Aber hätten sie ihre Chancen quasi besser ausgespielt, dann hätte es funktioniert. Dann hätten sie auf jeden Fall 1-1 machen können. Oder verschiedenste Schusstechniken oder sowas, wären sie einfach cleverer gewesen im Abschluss, hätten sie locker uns das 1-1 einschenken können. Dann kam das Befreiende, ich glaube 3 Minuten nachdem er drin war, Sosa, überragende Flanke, das kann er halt. Flanken kann er halt wirklich, da kommt jedes Spiel, wenn er spielt, kommt irgendeine gute, mindestens eine. Dann wunderbar auf Gonzales, der nickt ein, was natürlich überragend war, ne? Sieht sie auch noch einen Tor von Gonzales, Wahnsinn. Und dann Gomez-Aktion war total geil. Das nächste Tor von Gomez, 3-0. Ab dem 2-0 war dann, das war extrem, dass das gefallen ist. Und dann war Ruhe drin. Kam auch von Heidenheim nicht mehr viel. Dann kommt das 3-0. Und Förster richtig stark gemacht. Klar, ein bisschen Glück gehabt, dass er da irgendwie durchgekommen ist. Oder dass der Ball so durchgegangen ist. Legt nochmal ab und dann Gomez lässt die beiden ins Karriereende rutschen. Das ist halt so geil. Der ist einfach, ja, er kann es halt einfach. Das sieht man halt, er kann es einfach. Wird auch immer können. Tempo und sowas ist nicht mehr da, wie er die aussteigen lassen hat. Oder wie er diesen, viele hätten überhastet einfach schon abgezogen. So nach dem Motto, oh fuck, das Tor ist ja quasi frei. Oder Förster hat davor auch schon abziehen können. Der steht halt einmal kurz auf dem Ball und macht eine Art Schusstäuschung, lässt die beiden ins Karriereende rutschen und schiebt ein. Das hat mich erinnert an diese Aktion in dieser verrückten Korkut-Rückrunde. Vorletzter Spieltag ist das letzte Heimspieler gegen Hoffenheim. Hat Gomez auch einen jüngeren, ich glaube Akpoguma war es, so einen jüngeren Verteidiger, was immer so ein netter Vergleich ist, so alt gegen jung und so weiter. Auch komplett ins Leere rutschen lassen, dann getunnelt ins 2-0. Dann dieses geile Bild, was ich glaube ich auch dann auf dem Rückrundenzusammenschnitt, der ziemlich abgegangen ist, das Thumbnail drauf habe. Weil er an so einer Kurve steht und so richtig ausrastet und jubelt und sich das einfach richtig fühlt, vor dieser Kurve zu stehen. Das war auch schön nach dem Abpfiff. Ich glaube, die Aktion gab es noch, ich weiß nicht, ob es nach dem 2-0 war oder nach dem 3-0, wo irgendwie, keine Ahnung, Kobel und weiß nicht, welcher Verteidiger es war, sich da irgendwie falsch abgesprochen haben oder gar nicht abgesprochen haben, wo der Ball quasi fast ein Eigentor geworden wäre. Und dann, was ich eigentlich sagen wollte, mit nach dem Abpfiff habe ich auch mit drin, auf Twitter gefunden. Twitter ist einfach beste Plattform ever. Für sowas, für VfB-Zeug, für Infos, für Videos. Einfach unschlagbar. Vor allem für aktuelle Sachen unschlagbar. Instagram wird immer noch so ein bisschen mehr Sachen aufbereitet und bla bla bla. Facebook kann sowieso erden. Und YouTube ist nochmal ein ganz anderer Stiefel. Wie Matarazzo dasteht, so ein paar Meter hinter den Fans, die da gehüpft sind. Und das einfach aufgenommen hat und angeschaut hat. Ja, es ist halt nochmal ein Unterschied zur TSG 1899 Hoffenheim auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall bestimmt ein richtig geiler Moment für ihn. Man kann natürlich jetzt noch nicht großartig bewerten, ist jetzt der Startschuss und Materazzo, ultra geiler Trainer, perfekter Ersatz und bla bla bla. Ist erst ein Spiel her, war auch noch lange nicht alles perfekt. Viele Abpassfehler, einige verstolperte Fehler, aber was mir vor allem aufgefallen ist, oder was mir vor allem gefallen hat auch, dadurch, dass es mir aufgefallen ist, sage ich jetzt mal, dass man wirklich, sobald der Ball weg war, pressingmäßig sofort man stand sofort den Gegner auf dem Bein. Das fand ich extrem gut, hat man auch schon im Trainingslager gesehen in den Testspielen. Also diese Bereitschaft, defensiv zu arbeiten und wie man defensiv arbeitet, finde ich echt stark. Genau. Jetzt kommt dann St. Pauli auswärts, da wird man sehen, weil St. Pauli auswärts ist, glaube ich, schon echt, es könnte schon echt ekelhaft werden, dort zu spielen. Wird man sehen, wie wir da dann angehen. Ich glaube, Phillips hat irgendwie einen Schlag abbekommen, was ich so gar nicht mitbekommen hatte während dem Spiel. Der ist anscheinend fraglich. Und dann, ja, jetzt müssen wir die nächsten Spiele sehen. War ein erster guter Schritt, noch nicht alles perfekt. Aber was vor allem gut war, unsere Torchancenverwertung war top. Wir hatten jetzt nicht wirklich viel mehr Chancen als Heidenheim oder viel mehr Ansätze, Chancen, wie immer man es nennen will. Aber wir haben halt die Dinger gehabt. Die Dinger, die am Ende zum Tor wurden, waren alle echt gut ausgespielt am Ende des Tages und einfach eiskalt genutzt. Das war das absolute Pluspunkt Nummer 1 und dann halt einfach 3-0 gewinnen gegen Heidenheim, die bis dahin oder jetzt vielleicht auch immer noch die beste Defensive haben der Liga, ist halt stark. Die sind einen Platz hinter uns, einen Punkt hinter uns, die werden uns vorbeigezogen. Jetzt ist extrem wichtig. Vielleicht kann der Nürnberg heute Abend irgendwie Hamburg einen Punkt abnehmen oder Hamburg besser gesagt 2 Punkte abnehmen und da irgendwie unentschieden spielen oder vielleicht sogar gewinnen. Wer weiß, ob die jetzt sich irgendwie verändert haben in der Winterpause oder sowas. Ich halte den Keller immer noch für keinen schlechten Trainer und auch den Kader eigentlich auch nicht für so verkehrt.
Vielleicht kriege ich es ja hin, dann bleibt man erstmal auf 2. Das wäre natürlich noch krasser und noch geiler. Aber auf jeden Fall schon mal wichtig Platz gemacht. Boah, hat Aue sogar verloren. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, die haben Wiesbaden verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, dass die einfach 4 und 5 und sowas, dass es weiter im Kampf um Platz 2 und 1 bleibt und nicht zu einem Kampf erstmal um Platz 3 wird und dann wieder um Platz 2 und 1 vielleicht noch. Weil das wäre es vermutlich geworden. Wäre es blöd gelaufen vor diesem Spieltag. Ich war mir nicht 100% sicher, dass wir jetzt Heidenheim hier 3-0 besiegen. Ich denke, es wäre eigentlich so ein typisches Unentschieden-Spiel gewesen. Klar, neuer Trainereffekt und so weiter, den kennt man auch. Aber extrem, extrem wichtig. Weil hätten wir heute Abend verloren oder gestern Abend verloren und Aue gewonnen, dann wären wir jetzt vermutlich auf 5, wenn ich es richtig im Kopf durchrechne. Wären wir jetzt auf 5 und dann wäre es erstmal ein Kampf um Platz 3 gewesen und nicht mehr um 2 und 1. So, bleibt mal gut da. Sehr wichtig. Pauli am Wochenende kann ich überhaupt nicht einschätzen. Die haben jetzt auch schon wieder verloren bei Fürth. Ich glaube sogar 3-0 relativ deutlich. Fahre ich ja auch nach Fürth. Das wird geil. Dann Ende Februar. Genau. Jetzt kommt, ist ja sowieso. Jetzt kommt da einiges an VfB-Content. Jetzt kommt morgen, also Freitag hoffentlich auch irgendwie diese Pressekonferenz, damit ich da irgendwie noch diesen Trailer fertig kriege, dann morgen noch schnell auf die Schnelle. Dann kommt das Spiel. Da klar wieder Podcast und bla 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 zu. Auch wenn jetzt natürlich der Preview-Podcast zu St. Pauli nicht allzu lang werden wird, weil ich ja hier auch schon ein bisschen was sag. Und dann kommt direkt am Mittwoch, ne? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, peinlicherweise, ob das 18:30 Uhr war oder 20:30 Uhr, aber ich meine, wir haben sogar 18:30 Uhr den Termin. Den Termin. Die Spielansetzung gegen Leverkusen. Das sehe ich doch hier bestimmt irgendwo. Komm, 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 zeig her. Ja, 18:30 Uhr, also noch chilliger. Habe ich einen Tag danach Klausur oder ja, Klausur, aber ja, das hält mich nicht davon ab, dass ich die Reaktion da streamen werde. Dann werde ich wieder in Ansbach sein. Dann gibt es die Stream-Reaktion auf Leverkusen Stuttgart Pokal. Somit, ja, auf das Spiel habe ich richtig Bock, weil da habe ich schon ewig Bock drauf, weil Pokal ist einfach nochmal was. Damals gegen Bundesligisten sind wir, kommen wir ran und sehen, wie wir gegen die abschneiden würden. Da habe ich auch schon immer schon gesagt, na, mal gucken, wie es mit dem Walterfußball weitergeht und ob der dann gegen so Mannschaften wie Leverkusen im Pokal und so weiter, habe ich immer schon angedeutet, jetzt ist er weg. Aber jetzt ist dann der nächste Test oder der erste richtig große Test dann für den Matarazzo. Es wäre einfach cool, im Pokal weit zu kommen. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir irgendwie im Pokal ins Finale kommen oder sonst was, aber es wäre einfach cool, wenn wir Leverkusen die Stirn bieten würden und da einfach gutes Spiel abliefern, kämpferische Leistung bringen und dann, ob wir weiterkommen oder nicht. Aber Pokal, finde ich, hat immer noch was Cooles. Das wird auf jeden Fall die Stream-Reaktion geben und natürlich Podcasts drumherum, ne? Und dann wieder das Gleiche wie jetzt gegen Heidenheim. Trailer, Podcasts und Stadionvlog dann gegen Aue zu Hause, die ja auch der nächste Gegner ist. Ist Gegner, ja doch, ist der nächste Gegner, der dann auf Platz 5 gerade sitzt. Auf jeden Fall auch eng an uns halt dranhängt, tabellarisch. Die man am besten zu Hause auch übertrieben gesagt in die Schranken weisen sollte. Kommen wir allgemein, haben wir viele wichtige Heimspiele. Wir haben noch Bielefeld zu Hause, Montagabend, juhu. Wir haben Hamburg zu Hause, Montagabend, juhu. Da bin ich mal gespannt, weil ich dann ab Mitte Februar bis Mitte März, den einen Monat, den ich quasi frei habe oder vorlesungsfreie Zeit habe vom zweiten Semester, habe ich einen Ferienjob, wo halt auch ja, die Schichten halt schon mal auch bis 8 gehen und halt auch Wochenendarbeit ist, halt auf der Wohngruppe, in der Diakonie, wie ich es schon einmal gemacht habe und davor noch zwei andere Diakonie-Jobs halt in verschiedenen quasi Bereichen. Deswegen hoffe ich mal, dass da irgendwie dieser mein Arbeitsplan, Stundenplan, wie auch immer man es nennen will, dann so passt, dass es klappt. Letztes Mal hat es geklappt. Das war im August letztes Jahr, hatte ich monatelang gemacht oder 5 Wochen lang. Und da hat es perfekt gepasst, dass ich dann an den Wochenenden frei hatte, wo VfB-Heimspiel ist und so weiter. Deswegen hoffe ich, dass es auch da auch irgendwie klappt und dass ich da irgendwie dann montags an den Montagabendspielen dann auch irgendwie da rechtzeitig noch komme dann zu den Spielen immer, weil wenn es da bis 8 geht, dann wird es ein bisschen eng mit 8:30 Uhr oder 20:30 Uhr halt, ne? Anpfiff. Ja, das Fürth-Spiel auf jeden Fall werde ich schon irgendwie hinbekommen, in meiner Rolle als Ferienhelfer, zu sagen, so an dem Tag könnte ich halt nicht, ne? Ich glaube, ich habe auch einen Tag frei oder kann mir einen Tag frei nehmen, glaube ab. Ich glaube, in einem Monat kriegt man, ja, ich glaube, in 4 Wochen Arbeit kriegt man einen Tag und dann ab da kriegt man zwei und dann wieder ab der 9. Woche kriegt man, glaube ich, 3 Tage frei, irgendwie sowas, oder kann man sich halt frei nehmen, dass ich auf jeden Fall. Das mit dem Fürth-Spiel auf jeden Fall klappt und dann hoffe ich mal, dass es irgendwie funktioniert, dass ich dann nicht irgendwie ein Spiel, dann irgendein Heimspiel verpasse, dann irgendwie samstags, weil ich da halt schaffen muss. Die Montagabendspiele, ob ich da jetzt zu spät komme oder rechtzeitig komme, muss man gucken, aber die werde ich auf jeden Fall sehen können. Genau, nur so ein bisschen Update für die nächsten Wochen.
ist ja jetzt mal ordentlich was zum Tun hier. Habe ja auch noch zwei Klausuren, also halt neben den Trailern und so weiter. Wir haben jetzt vier Spiele innerhalb von diesen 2 Wochen. Das erste jetzt abgehakt. Und dann habe ich eine Klausur am 6. Februar und eine Klausur am 11. Februar und dann ist das vorbei. Die Abgaben sind durch, die drei großen, in unseren drei großen Bereichen sind durch. Die waren am 20., 22. und 29. Beziehungsweise das eine habe ich halt am 28. abgegeben, weil ich ja am 29. schon wieder zu Hause war fürs VfB-Spiel und Geburtstag und so weiter. Genau. So, das war der Plan. Und dann würde ich sagen, man sieht sich, hört sich, sonst was. Beim nächsten Mal lasst wie immer Feedback hier drunter oder im Stadionvideo drunter oder wie auch immer. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.